ihr Lieben, ich hoffe, es geht euch gut. Heute habe ich einen neuen Food Haul für dich, denn ich habe mal wieder eingekauft. Was gibt es hier demnächst zu essen? Was ist in den Korb gewandert? Und was habe ich so für Ideen rund ums Essen? Das alles gibt's jetzt. I wanna talk to you. I gotta talk to you. Wenn eines bei mir nicht fehlen darf, dann ist es frisches Obst und Gemüse. Und es waren Süßkartoffeln im Angebot. Ich habe gleich gedacht, das passt perfekt. Ideal für Mashed Potatoes, ideal, um sie mal eben in den Ofen zu schieben. Aber auch Tomatensoßen werte ich damit sehr gerne auf. Und auch Süßkartoffelmus essen meine Kinder total gerne, gefolgt von Süßkartoffelpommes. Also habe ich gedacht, coole Idee und schnell mitgenommen. Gleich daneben lag der Kürbis. Ich habe gedacht, das passt, weil ich habe noch immer nicht genug von Kürbiscremesuppe. Gefolgt vom Ofenkürbis, gefolgt von Kürbisgranola und leckerer Kürbislasagne. Und das Granola-Rezept, da habe ich übrigens von euch richtig tolles Feedback bekommen. Vielen, vielen Dank. Das ist so köstlich. Das Rezept findest du in meinem neuen E-Book und ich finde es so, so lecker. Ihr habt auch schon geschrieben, dass ihr das auch schon mit Süßkartoffel gemacht habt. Also es geht auch. Und ihr habt auch schon geschrieben, dass ihr einfach den Kürbis weggelassen habt und was anderes genommen habt. Das könnt ihr natürlich auch machen. Also das Rezept ist wunderbar, um herrliches Granola herzustellen. Aber ich liebe Kürbis und der ist so gesund. Und ja, mein Hund, die Ulla, die findet Kürbis eigentlich auch ganz lecker. Also isst noch hier jemand anders Kürbis. Bin ich echt froh. Dann auch mitgenommen wieder Zwiebeln und Knoblauch, die besten Gewürze der Welt und natürlich auch ein paar Schalotten. Das ist immer so der Grundstock, den ich hier brauche, weil ich liebe Zwiebeln, Schalotten und Knoblauch. Ich finde, da kann man so leckere Würze in die Speise bringen, so einen tollen Eigengeschmack. Und für mich gibt es eigentlich keinen schöneren Geruch, als wenn jemand Zwiebeln, Schalotten oder auch Knoblauch ja anbrät. Das finde ich richtig, richtig lecker, wenn man das so das ganze Haus riecht. Manche hassen das ja, aber ich finde es toll, wenn man abends nach Hause kommt und jemand schwitzt so ein bisschen Knoblauch an. Finde ich klasse, das riecht so richtig toll. Und dann fühle ich mich persönlich gleich zu Hause. Auch noch mitgenommen, jede Menge Äpfel. Und ich wusste da noch nicht, dass am Abend eine liebe Freundin vorbeikommt und mir erstmal 5, 6, 7 Kilo Äpfel schenkt. Also wir müssen hier vermehrt jetzt Apple Crumble zubereiten, diesen Kürbisaufstrich hier noch machen. Und wir müssen natürlich auch Apfelmus zubereiten. Und vielleicht schaffe ich es auch noch, einen Apfelkuchen zu backen, damit die ganzen Äpfel, die ich jetzt hier habe, auch gut weggehen. Ja, vom Apfel zu den Chips. Ich habe auch Chips mitgenommen. Diese hier mögen meine Kinder am liebsten. Ich finde die auch ganz cool. Paprika-Chips, ganz normal aus dem Bio-Bereich. Und die schmecken richtig, richtig gut. Mir persönlich sind sie so ein bisschen zu würzig. Ich stehe eher so auf die Labber-Chips. Also ich stehe eher so auf wenig gesalzen und relativ ungewürzte Chips. Aber meine Kinder mögen es gerne so ein bisschen mehr. Die mögen diese hier super gerne mit Paprika. Und habe ich natürlich wieder mitgenommen. 3, 4 Tüten, damit ich vielleicht auch noch eine Handvoll abbekomme. Aber die Kinder lieben Chips zurzeit. Um sicher zu gehen, dass ich auch was abbekomme, habe ich die Kichererbsen-Chips-Variante mitgenommen. Dieses Mal diese hier. Die finde ich echt lecker. Die mag aus der Familie sonst keiner. Und ehrlich gesagt mache ich das auch extra, dass ich mir immer auch was kaufe, was keiner irgendwie mag, damit ich sicher gehen kann, dass ich am Ende der Woche oder irgendwann noch mal ein bisschen was abbekomme. Deswegen purer Eigennutz muss auch sein, weil auch die Mutter muss ja bei Laune bleiben, ne? Und auch noch mitgenommen Paranusskerne, die liebe ich, wandern bei mir recht häufig ins Pesto, aber ich knabber die auch so, also ich finde Paranüsse einfach nur lecker. Auch wieder mitgenommen entkoffeinierter Espresso, Kaffee darf bei mir im Hause nicht alle werden, weil ich es mir natürlich auch super gerne gemütlich mache. Und weil mir der Kaffee mit Milch einfach am besten schmeckt, habe ich auch noch Hafermilch mitgenommen. Diese hier, seit Jahren finde ich die vom Geschmack her einfach am besten. Meine Kinder stehen eher so auf die Reismilch-Variante. Zur Not trinke ich meinen Kaffee auch mit Reismilch, aber diese hier finde ich eigentlich am besten, gerade im Kaffee. Und ich finde, die schäumt auch echt gut. Und auch noch eingepackt Bananen, weil demnächst möchte ich wieder ein Bananenbrot backen. Das letzte ist jetzt wieder schon so ein bisschen her und das können die Kinder dann auch wunderbar mit zur Schule nehmen. Ich kann es gut mit zum Stall nehmen und so ein Bananenbrot so zwischendurch zum Nachtisch oder auch zum Kaffee geht immer, finde ich.
auch eingekauft Erdbeermarmelade, der Klassiker hier bei mir aus dem Bioladen. Uns schmeckt diese Marmelade am allerbesten. Ich werde oft gefragt, ob sie zuckerfrei ist. Nein, die ist nicht zuckerfrei, aber wir essen die total gerne und vom Geschmack her ist die einfach so lecker. Aber ich habe auch noch selbst eingekochte Marmelade und da ist sehr reduziert Zucker drin. Aber da, glaube ich, ist die volle Düse drin, aber die Marmelade ist echt klasse. Dann auch noch mitgenommen der Klassiker Oliven. Mein Mann und ich naschen gerne abends mal Oliven, wenn wir zusammensitzen und so den nächsten Tag besprechen. Gibt es vielleicht mal auch so einen kleinen Rotwein oder so eine kleine Weißweinschorle und dann knabbern wir ganz gerne Oliven nebenbei. Und auch mitgenommen ein Bratolivenöl. Finde ich auch immer cool, um den Knoblauch und die Zwiebeln anzuschwitzen. Ich brate sowieso am liebsten mit Bratolivenöl. Ich finde das hier geschmacklich auch echt ganz lecker. Und dieses Öl verwende ich zurzeit auch für die Ofenpommes. Finde ich total gut und ja, macht seinen Job. Auch mitgenommen Lasagneplatten. Demnächst gibt es hier wieder die nächste Kürbis-Linsen-Lasagne. Diese Lasagneplatten sind aus Weizen. Ich stehe ja persönlich eher so aus Dinkel, aber ich hatte keinen Bock noch in einen anderen Laden zu rennen und deswegen habe ich davon zwei Packungen mitgenommen. Auch eingekauft gelbe und lila Möhren. Ich stehe ja total auf die lila Möhren, auf diese Urmöhre. Ich finde die geschmacklich richtig lecker. Die sind richtig süß und ach, einfach herrlich. Was so ein bisschen doof ist, die färbt ordentlich an den Händen, aber ich esse die so gerne. Meine Tochter mag die auch. Und ja, geschmacklich ist die einfach nicht zu toppen. Diese gelben Möhren schmecken natürlich wieder ganz anders. Die sind nicht ganz so süß, aber sind auch lecker. Und ich finde so ein bisschen Möhrenabwechslung, wenn es die hier schon im Bioladen gibt, gleich zugeschlagen, ein paar Kilo mitgenommen. Und im Herbst liebe ich einfach lila Möhren. Dann auch noch eingekauft Paprika. Mein kleinster Sohn isst super gerne Paprika. Paprika wird hier auch oft gefüllt oder landet im Salat oder landet stückweise im Salatdressing. Also rote Paprika geht hier auch immer weg. Und auch Kartoffeln habe ich mitgenommen. Bei Kartoffeln ist ja hier der Selbstgänger. Zweimal in der Woche gibt es bestimmt selbstgemachte Ofenkartoffeln oder Ofenpommes. Oder es gibt halt auch Kartoffelbrei. Meine Kinder lieben das. Kartoffelbrei ist hier immer der Renner. Mal mit Möhre, mal mit Kürbis, mal mit Süßkartoffel. Und meine Kinder lieben einfach Kartoffelbrei. Ich mache mir das auch ganz gerne mit Champignons obendrauf. Ich finde, Kartoffelpüree ist ein vielseitiges Gericht. Da kann man auch noch Gemüse oben drauf machen und ach, einfach herrlich, alltagstauglich und man kann so lecker essen im Alltag und es muss nicht immer kompliziert sein. Auch mitgenommen jede Menge Zitronen, weil ich bin ein Fan von Zitronenwasser am Morgen oder auch heiße Zitrone oder ich bin auch ein Fan von Zitronenschale im Müsli oder auch so ein bisschen Zitronenschale im Joghurt. Ich finde, das ist ein leckerer, frischer Geschmack und wenn ich die Zitrone morgens rieche, bin ich auch gleich total gut drauf. Ich meine, ich bin ja generell eigentlich morgens schon gut drauf. Für viele zu gut drauf. Aber so Zitronenschale am Morgen, das tut total gut. Wenn es dann draußen kalt ist und regnet, dann ist mir das total egal. Wenn ich Zitronengeruch in der Nase habe, ich liebe das. Und ich bin so durch den Bioladen geschlendert und ich habe mir gedacht, oh, Rotwein ist im Angebot, sehr lecker sieht er aus, tolles Etikett. Ich bin ja bei Weinen immer so ein Marketingopfer. Ich kaufe Weine eigentlich nur noch Etikett, ich fahre damit aber total gut. Ich habe in den letzten 5 Jahren nicht einen Wein, wo ich gedacht habe, Etikett war gut, Wein ist nicht so lecker. Hatte ich bis jetzt noch nie und ich bin gespannt, wie dieser hier schmeckt. Das Etikett ist richtig schick, erinnert mich schon so ein bisschen an Weihnachten und ich bin gespannt, wie der ist. Ich habe mal 2 Flaschen mitgenommen. Ich muss natürlich nochmal betonen, dass ich die nicht auf einmal trinke. Immer ganz entspannt, immer nur ein bisschen. Alkohol bitte in Maßen. Aber was rede ich hier? Wir sind ja alle erwachsen. Ich hoffe, wir sind alle erwachsen. Deswegen darf man auch einen leckeren Rotwein genießen. Und ich bin gespannt, wie dieser hier ist und ich werde berichten, ob der sich gelohnt hat. Ja, wenn eines zurzeit wieder geht, dann ist es gutes Essen, sich's gemütlich machen zu Hause und ja, mal richtig tolle neue Gerichte ausprobieren. Das finde ich besonders klasse. Und meine 4 E-Books verlinke ich dir auch mal in der Infobox, falls du demnächst auch mal neue tolle Gerichte auf den Tisch bringen möchtest. Dann ist das vielleicht nicht verkehrt, so ein bisschen was an der Hand zu haben, was lecker ist, was einfach und alltagstauglich ist. Also, schau dir meine E-Books mal an und ich wünsche dir jetzt einen wundervollen Tag und wir sehen uns ganz bald wieder in meinem neuen Video.